Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Oh, ist das schön. Sensationell. Da fliegen direkt allen die Ohren weg. Nur ein Herzlich Ton. Willkommen zu Rekorder, das Hörspielmagazin. Ja. Kleiner musikalischer Empfang. Ja, genau. Wir haben letztes Mal überhaupt nicht gesagt, wie wir heißen und wer wir sind. Wollen haben wir das jetzt nochmal sagen? Soll ich sagen? Wer bist du, ja. Soll ich nicht sagen, wer du bist? Ja, kannst du auch gerne. Also das, die mir gegenüber sitzt, meine ich nicht das, was mir gegenüber sitzt. Die gegenüber das Menschlein. Ist das liebenswürdige Maxi Hecke. Ja, und mir gegenüber sitzt der wunderbare Bürger Lars Dietrich. Dankeschön. Und wir freuen uns, euch heute wieder zu einer Folge begrüßen zu dürfen. Jawohl. Für alle großen und kleinen Hörspielfans aller Art. Ja, heute ist ein Sonderfall, weil wir haben ja immer eine wunderbare Vorbereitung, wie man ja immer so schön hört. Ja. Und heute ist die Vorbereitung so lang, dass sie kaum auf unserem Tisch Platz findet. Ja, das ist echt viel. Aber es geht ja auch um ein ganz, ganz, ganz besonderes und sehr breites Thema. Ja. Und zwar haben wir ja letztes Mal, wir hatten ja schon eine Folge gemacht, ja, zum super mega tollen Charakter der tollen Carla Kolumna, oh, wie toll. Wir sie alle lieben, ja, und abkulten. Und es gab einfach so viel Feedback und genau, es kam so viel Input zu Carla Kolumna und was ihre besonderen Momente, ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Erlebnisse, ja, was das aber alles ausmacht. Ja, und sie ist eben einfach so cool. Ja, Lars, sag doch noch mal ganz kurz, was liebst du denn so an Carla? Unserer lieben Carla. Ja, diese Art, wie sie so redet, das finde ich immer so toll. Sie frischt auch die ganzen Sachen ja auch mal auf, die ganzen Geschichten. Total. Manchmal wird sie auch traurig, manchmal wird es romantisch. Auch das kann sie wunderbar dann wieder brechen. Ja, und das finde ich an ihrer Art so toll. Sie ist halt auch so, so engagiert, ne? Sie ist leidenschaftlich, sie brennt für die Dinge, sie ist witzig, sie hat ein großes Mundwerk und lässt sich nichts gefallen. Lässt sich nicht auf der Nase rumtreiben. Genau. Treten, trampeln. Ja. Wie sagt man denn? Auf der Nase rumtreten. Herumtrampeln. Ich habe Wortfindungsstörungen. Ach, übrigens, was weiß ich. Tritt man überhaupt auf der Nase herum? Das hört sich schon ganz schön krass an. Auf der Nase herum. Ja. Tanzen. Das kommt wohl vom Kickboxen. Tanzen. Tanzt auf der Nase rum. Du müsstest es eigentlich wissen. Ja, ich weiß auch nicht. Man macht so ein Head-Spin. Mir ist auch schon ganz viel auf der Nase herumgetreten worden. Nein, Quatsch. Also, sieht man aber nicht. Nein, aber man hört's. Also, zuerst wurde unsere liebe Carla immer von Gisela Fritsch gesprochen, 1977 bis 2013. Und seitdem gibt es die liebe, tolle Ulrike Stürzbecher, die Carla Kolumna spricht. Aber natürlich muss man sagen, viele unserer Hörerschaft haben wahrscheinlich Gisela Fritsch im Ohr noch, weil es eben eine Unmenge an Folgen mit ihr gab und sie natürlich diesen ikonischen Charakter mit geprägt und gestaltet hat. Das würde Ulrike Stürzbecher sicher auch genauso sagen. Also da braucht man ja gar nicht. Nee. Tut man ja niemandem irgendwie weh mit. Es ist ja immer schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten. Total. Aber es ist ja nun mal wichtig gewesen in diesem Moment. Ich finde, die macht das ganz auch sehr gut, die neue Carla Kolumna. Ja, und Carla taucht ja auch bei Bibi Blocksberg und Benjamin auf und bei Bibi und Tina. Und das ist der Grund, warum ich auch beides gerne höre. Ja. Ich höre sowohl Bibi Blocksberg gerne als auch Benjamin Blümchen. Aber Bibi und Tina bist du ja nicht so drin, obwohl sie da auch manchmal auftaucht. Ja, man kann ja auch nicht alles hören. Nee. Muss ja auch mal Platz für drei Fragezeichen das sein. Das Leben ist kurz. Ne? Ja, eben. Man muss ja auch mal irgendwas. Und es gibt natürlich das schon mal angeteasert, es gibt natürlich ganz tolle, sage ich mal, Carla und das Bürgermeisterchen ist ein Thema. Oh, das finde ich am schönsten. Für sich, und die spielen sich halt sehr schön die Bälle zu. Da wollen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Ja, das finde ich immer am besten. Also da freue ich mich am meisten, wenn Carla dem Bürgermeister Paroli bietet. Ja. Und wenn der sich manchmal, also wenn sie den einfach klein macht. Ja, das ist super. Das ist ja so eine Autorität eigentlich, so ein Bürgermeister, aber sie untergräbt das immer wieder. Ja, das stimmt. Mit ihrer Art, mit ihrer sympathischen, witzigen Art. Ja, also wir haben hier wir haben ja wirklich verschiedene Aspekte hier von Carla Kolumna und haben versucht, so ein bisschen unsere Einspieler und Ausschnitte zu sortieren. Aber nicht gelungen. Es ist einfach ein Wirrwarr entstanden hier. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken. Wir haben uns zu viel vorgenommen, Lars. Ja, aber es ist einfach auch so ein schönes Thema. Und da will man ja auch, dass alles mal angesprochen wird. Ja, wir schauen mal, was wir schaffen und sonst immer her damit. Der erste Ausschnitt, den wir jetzt anhören, würde ich sagen, der ist einfach ganz besonders, weil es ist sozusagen eine kleine Persiflage auf die liebe Carla. Lass uns mal reinhören.
Von wem hast du denn die Kamera, Benjamin? Keine überflüssigen Fragen. Bin in Eile. In Eile. Jawohl. Muss lernen, schneller zu sprechen. Jawohl. Zeit ist Geld. Eine Zeile pro Sekunde. 1000 Wörter die Minute. Gut so. Schneller kann ich noch nicht sprechen. Trainieren, Carlos. Da hilft nur trainieren. Wir trainieren. Rasen erstmal zur Polizei. Tschö! Polizei? Benjamin, hast du wieder was ausgefressen? Werter Karl, ich betone zum letzten Mal, ich bin Carlos Kolumnos. Und ich werde beim Polizeipräsidenten die Sensationen für die morgige Ausgabe abholen. Tschüsschen! Mach es richtig so, Otto, wie Carla? Tschüsschen! Huhu! Tschüsschen! Ja, Benja. Ja, Carlos. Ach ja, das ist aber süß. Das ist super süß. So eine ganz alte Folge noch mit dem alten Benjamin-Sprecher. Folge 56. Ja, Benjamin München als Reporter. Ja. Glaube ich. Nee, doch, ist richtig. Doch, doch. Doch, doch. Einspieler Carlos. Und Benjamin sagt Carlos Kolumnus und ja. Otto sagt Carlos. Ist mir direkt aufgefallen. Ja. Da bin ich wieder ganz spitzfindig. Hätte auch gleich Kolumbus sich nennen können. Carlos Kolumbus. Wann ist dir das gedämmert? Was eine Kolumne ist? Nee, dass die Kolumna heißt wegen der Kolumne. Nee, in dem Moment, als ich erst erfahren habe, was eine Kolumne ist. Weil ich wusste das nie. Ja, ich auch nicht. Ich habe das ungefähr letztes Jahr ich verstanden. Ich habe es auch nicht gewusst. Ja, Kolumnen sind so Artikel in der Zeitung. Ich sage dazu Artikel oder was weiß ich. Aber eine Kolumne, das ist mir erst seit ich, also ich mache ja schon immer sehr gerne Kreuzworträtsel und sowas. Und da ist mir das irgendwann mal, auch schon vor längerer Zeit, da habe ich dann gemerkt, ach, eine Kolumne ist sozusagen ein Zeitungs... Ich finde das echt witzig. Das ist so wie, als ich irgendwann verstanden habe, okay, Feivel, der Mauswanderer, ist ein Mauswanderer, weil er ein Auswanderer ist. Ja, na klar. Ja, ja, genau. So, solche Sachen erklären sich manchmal erst später. Ja, ich weiß. Oder Fruchtiger. Ja. Fruchtiger, löscht den Durst, schmeckt so gut und ist fruchtiger. Der Fruchtiger ist fruchtiger. Sag nicht, das hast du jetzt gerade erst verstanden. Nein, das ist genau wie mit den Lachgummis. Und Weingummis, meine ich. Von Wein. Gegen, also nicht Lachgummi, also es ist das Gegenteil von Lachgummi, ist Weingummi. Wein. Ich, wie gut findest du, dass Benjamin sie nachmacht? Total niedlich. Also, am Anfang wie nicht macht, gut und nee, dann am Ende das Tschüsschen ist natürlich Tschüsschen, gold. Tschüsschen. Goldig. Nee, das ist total gut. Ja. Ich finde es auch schön, dass er das auch das versucht, so gut wie möglich hinzubekommen. Ja, mache ich es richtig, Otto? Ja. Hast du gehört, wie ich ja, es... Tschüsselchen, Otto. Tschüsschen, ja. Huhu. Ja. Ja, er macht es richtig. Man freut sich ja auch darüber, dass der Benjamin... Am Anfang, muss ich zugeben, habe ich die Persiflage nicht so erkannt. Ne? Am Anfang immer so, muss schneller sprechen, 1000 Zeilen. Ja, ja, genau, aber bei Tschüsschen wusste man schon, ah, er will genau das, was sie ihren Ton ja wieder treffen. Carlos Kolumnus, da hat es mir gedämmert. Ja, toll, ganz süß. Und weißt du was, Lars, dass wir den nächsten Ausschnitt haben und den mache ich jetzt einfach an, weil dann werden wir. Ja, ich bin gespannt, wie du dann dazu reagierst. Sie haben ja schon die Zeitung. Oh, nicht schimpfen, Herr Blümchen. Das Fieber ist weg. Phänomenal weg. Und ich bin gerade dabei, mich völlig gesund zu lachen. Herr Blümchen, Otto, eure Zeitung ist fantastisch, gigantisch, tierisch, großartig, super, köstlich, herzerfrischend. Carla ist einfach. Na, da ist sie ja wirklich so richtig, das liebt man ja auch an ihr. Sie ist da ja einfach so richtig schön drüber überdreht. Und angeknipst. Sie ist und ja überdreht. So schon drüber und diesmal ist sie noch drüberer. Ja, und dazu haben wir, davon haben wir nämlich noch mehr Einspieler, wo Carla richtig schön zeigt, was sie für eine temperamentvolle, lustige Person ist. Der Leitung, dass ich nicht lache. Ha! Gut, dass ich mein Fläschchen Mineralwasser dabei habe. Prost. Ich muss Ihnen was sagen. Herr Blümchen, Herr Tierlieb, spitzen Sie Ihre Ohren. Darf ich meine auch spitzen, Frau Kolumna? Hallo Benjamin, Tag Herr Tierlieb. Hallo Ottolein. Also, die neueste Neuigkeit. Neustadt steht vor einer Katastrophe ungeahnten Ausmaßes. Ungeahnten Ausmaßes? Warum? Neustadt wird von der Sahara geschluckt. Nein. Doch, doch. Die anhaltende Trockenheit. Die Wüste kriecht vorwärts. Bald werden in den Straßen von Neustadt Kamele ihre Höcker durch die Gegend wiegen. Karawanen werden vorm Hauptbahnhof Platz machen. Die Wüstenfüchse werden durch die Stadt schleichen und heulen. Und über allem Sand, 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 Sand.
Neustadt versinkt im Sand. Das ist auch super schön gespielt. Ja, ne? Richtig gut. Und da gibt es auch so eine schöne, da gibt's auch schon so einen schönen Moment, wo sie sich mit dem Bürgermeister so richtig schön anlegt, was das angeht. Weil es ist ja eigentlich eine große Wasserknappheit. Das ist ja eigentlich nichts zum Lachen. Und die macht ja auch die ganze Zeit dann immer so Witzchen darüber und so. Darauf ein Schlückchen. Ja, und wird dann auch immer ernst angeguckt. Das merkt man so richtig. Dann ist immer so eine Ruhe, so eine peinliche Stille dann nach jedem Gag von ihr. Und sag mal, hat die ja so ganz komisch betont, ne? Die hat ja gesagt, Sahara. Die Sahara? Naja, die ist ja sowieso... Die ist ja durch den Wind, deswegen macht die das wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. An der Stelle. Keine Ahnung. Die würde doch eigentlich Sahara sagen. Das weiß ich eben nicht. Das ist ja manchmal so, es gibt ja auch so Filme, wo manchmal der einen sagen dann Joni, die anderen sagen Johnny und dann, also die sprechen das manchmal unterschiedlich aus innerhalb eines Films. Ja, es soll aber eigentlich nicht sein. Von früher. Aber passiert doch heute, aber ich glaube, früher war das so, weil Englisch noch nicht ganz so verbreitet war wie heutzutage. So. Aber Sahara ist ja kein englisches Wort. Nein, aber ich meine, das war jetzt nur so ein Beispiel. Das hat aber nichts in der Geschichte irgendwie bedeutet, dass sie deswegen irgendwie... Nein, ich meine, da gab es keinen Hintergrund, dass sie deswegen das falsch ausgesprochen hat, ne? In der Wünscheroute. Nee, ich glaube, dass die Sprecherin wahrscheinlich wirklich Sahara gesagt hat immer. Ja, aber lustigerweise ist es irgendwie, passt es da, weil die ja so durch ist. Sahara! Prost! Ich muss mir erstmal ein Wässerchen aufmachen. So ja, na, vor allem merkt man ja auch, dass sie dann doch eine Sensationsreporterin ist. Das meine ich ja. In der letzten Folge hatten wir euch darüber mal geredet. Also die ist ja schon auch so eine Klatschreporterin. Ja, absolut. Die versucht sie immer auf der Suche nach einer Schlagzeile. Da haben wir gleich auch nochmal ein paar Beispiele. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier unserer Reihe nach, damit wir nämlich nicht komplett den Faden hier verlieren bei unseren vielen Carla-Ausschnitten. Ja. Das nächste ist nämlich so ein bisschen Carla in ihrer sentimentalen Stimmung. Und ich bin gespannt, ob du die Folge erkennst. Und geht es mit Riesenschritten auf den Weihnachtsabend zu. Beziehungsweise steht Weihnachten vor der Tür. Aber vor welcher? Vor meiner nicht. So ein Unsinn. Carla, was schreibst du bloß für einen Quatsch? Für diesen Artikel ist es sowieso zu spät. Wird doch keine Zeitung mehr gedruckt heute. Nur weil ich sauer bin natürlich. Ach, wahrscheinlich sitze ich heute Abend wieder allein rum und feiere traurige Weihnachten, während alle Welt im trauten Familienkreise. Ich könnte natürlich im Zoo mit Herrn Blümchen feiern, aber da war ich letztes Jahr schon. Ich könnte natürlich... Ja, hallo? Frau Blocksberg? Wie? Bibi ist verschwunden? Unterwegs zu den Weihnachtsmännern vermutlich? Ob ich die Adresse... Was? Moment. Weihnachtsmann. Also letztes Jahr, da war ein Weihnachtsmann im Himmel, gleich hinter der Rolltreppe links. Aber die sind jedes Jahr woanders, die unsteten Gesellen. Ich glaube, dieses Jahr ist Grönland dran. Weit weg? Tja, kann man wohl sagen. Die unsteten Gesellen. Hey, die Frau ist doch einfach nur der Knaller. Am Anfang, wie sie einfach das dann tippt, Weihnachten steht vor der Tür. Aber vor welcher? Ja. So als wüsste sie sich vor meiner nicht. Ja, aber wenn die auch mit sich selber überhaupt redet, ist immer so auch so toll. Also oder das auch so kritisch mit machen. Sich selber ist auch manchmal. Und dann was schreibst du bloß für einen Quatsch zusammen? Ja, süß. Oh Mann, ich finde sie so gut. Das muss man erstmal so machen, wenn das da geschrieben steht vor dir, ne? Auf einer Seite. Und du hast einfach nur diesen Text, das so mit Leben zu füllen, dass das auch so witzig ist. Ja. Das ist echt ganz, ganz große Kunst. Ja, weil dieser Charakter, das ist einfach auch schon so, das macht bestimmt totalen Spaß als Sprecher, dann sich da so reinzuleben in diesen Charakter. Ja, jetzt stell dir mal vor, also was für eine Parade ist das, was sie da gemacht hat. Also, total toll. Das macht richtig, richtig Spaß zuzuhören. Ja. Und die Folge mit den Weihnachtsmännern. Da haben wir nämlich noch einen Ausschnitt. Das Lustige ist aber, die ist ja wirklich auch schräg, ne? Weil sie dann ja wirklich so, jetzt suchen wir die Adresse von den Weihnachtsmännern und dann trifft sie so die Weihnachtsmänner aus allen Ländern mit Bibi und dann die unsteten Gesellen. Die unsteten Gesellen. Stichwort unstete Gesellen ist nämlich Carla hin und weg vom französischen Weihnachtsmann und das müssen wir jetzt mal uns anhören. Carla im Flirtmodus. Aber nicht doch! Frau Kolumna ist wirklich ganz harmlos. Harmlos? Also alles hat man mir schon nachgesagt, aber noch nie, dass ich harmlos bin. Wo ich doch zum Frühstück am liebsten frische Weihnachtsmänner verspeise. Sehr witzig. Also das finde ich nicht nett. Also ich esse zum Frühstück am liebsten Croissant und trinke Kaffee au lait und
Oh, manchmal esse ich auch junge, hübsche Reporterinnen. Wirklich? Sehr charmant. Sehr charmant. Sehr charmant. Ey, sag mal, siehst, wie die rumflirtet da mit den Weihnachtsmännern. Ich kenne diese Folge in- und auswendig, merke ich gerade. Ja. Weißt du, dass da sogar ein Insider drin ist? Weil immer, wenn ich Café au lait sage, dann denke ich an diesen französischen Weihnachtsmann, weil der sagt immer, ich esse eine, trinke eine Café au lait. Ich will diese Stelle nochmal hören, ob der wirklich so ein bisschen ein O hinten dran hat. Warte mal. Aber nicht doch. Frau Kolumna ist wirklich ganz harmlos. Harmlos? Also alles hat man mir schon nachgesagt, aber noch nie, dass ich harmlos bin. Wo ich doch zum Frühstück am liebsten frische Weihnachtsmänner verspeise. Sehr witzig. Also das finde ich nicht nett. Also ich esse zum Frühstück am liebsten Croissant und trinke Kaffee au lait. Au lait, au lait. Hübsche Reporterin. Das ist ein richtiger Schwerenöter, der französische Weihnachtsmann. Sehr charmant. Ja, das war immer ich und meine beste Freundin. Ja. Wir haben immer gesagt, trinkst du einen Café au lait? Das haben wir nur deswegen gesagt. Oh Mensch, toll. Sowas bleibt einfach drin. Ach ja, die Weihnachtsmann-Geschichte war toll. Ja, und er ist halt wirklich, der und Carla, die flirten sich da einen weg. Das finde ich schon lustig, auch in so einem Kinderhörspiel. Ja, vor allem, wenn es ein Weihnachtsmann ist. Ja, also die kommt sowieso auch gut bei Männern an mit ihrer forschen Art. Mit ihrer frechen Art, ja. Das ist ja auch im Orient. Ja, wir haben ja hier nämlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jetzt treffe, aber ich probiere es mal, ob wir den direkt finden hier. Warte. Darf ich jetzt um ein sensationelles Gruppenfoto bitten? Sie im Kreise ihrer 99 Gemahlinnen. 99? Im Kreise meiner 100 Gemahlinnen. 100? Wieso? Wollen Sie heute schon wieder heiraten? Darf ich gratulieren? Wer ist denn die Glückliche? Du, mein Täubchen, du gefällst mir. Ich komme dich später besuchen. Eunuch! Zu euren Diensten, großer Gebieter. Verschließe die Tür hinter diesem Täubchen und lass sie nie wieder raus. Papalapap! Das habe ich mir schon immer gewünscht, einen kleinen kugelrunden Sultan zu heiraten, als seine 100. Wie hieße ich dann? Carla Al-Nasi. Na, Carla, ich würde den Sultan... Die findet das einfach nur witzig. Ja, die ist einfach nur gut drauf. Die hat keinen Respekt. Die untergräbt Autoritäten. Ja, und dann wird es ja echt noch kritisch, weil in dieser Folge soll sie ja dann festgehalten werden und so. Ja. Aber an sich ist sie halt auch, an der Stelle ist sie ja auch ein richtig guter Comic Relief, weil sie ja einfach diese doch ernste Situation immer in halt dann in sowas Lächerliches, Lustiges zieht. Das ist natürlich auch ihre, und die ist irgendwie auch so angstfrei. Ja. Also sie hat ja auch gesagt, alles hat man mir schon nachgesagt, aber nicht, dass ich harmlos bin. Das finde ich auch süß, super in einem Kinderhörspiel, wo man ja doch denkt irgendwie, keine Ahnung, Mädchen wird immer gesagt, dass sie lieb und nett und harmlos sein sollen, Zitat. Und Carla ist eben ein richtig toughes Vorbild. Und ich habe es ja an der Stelle schon mal gesagt, ich habe eine Freundin, die Journalistin ist. Grüße gehen raus. Und die hat immer gesagt, ihr Vorbild war als Kind nämlich schon Carla Kolumna. Wow. Und ist sie jetzt auch Klatschreporterin geworden? Nee, nicht Klatschreporterin. Man muss ja auch sagen, Carla ist ja nicht in einem bestimmten Ressort für die Zeitung unterwegs, sondern sie macht ja alles. Von regionalem bis internationalen Themen, von Politik bis Kultur. Stimmt. Und sie teilt dann manchmal auch schon richtig schön aus. Wir haben hier nämlich auch noch ein Beispiel aus der Folge 35. Ich gucke mal, ob das die richtige ist. Das müsste nämlich hier sein, der Hexenfluch. Und war auch dieses Theaterstück im kleinen Haus des Volkstheaters wieder ein Reinfall erster Güte, der dem unfähigen Schauspieler Otto M. Quack und dem noch unfähigeren Regisseur Gustav Schmierbühne zu verdanken war. Das Stück war wirklich miserabel. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Hallo, Frau Kolumna. Die Kritikerin. Wie du. Hast geschlafen. Ja, hast du gleich dir. Nur, dass ich dann Lob. Stimmt, ja, dann, du würdest ins würde Lob sagen, gehen und nicht sagen, schön. Das war mies. Ja, die schreibt, aber als Kritikerin muss man halt auch zerreißen. Es ist der Hammer. Sonst liest man die Kritik nicht so gern. Ja, und sie kann halt richtig gut austeilen auch. Ja, naja, aber das ist auch so ein bisschen so eine Satire, war also auch diesem Beruf gegenüber. Auch, ja, alle kriegen das, so ein bisschen Kritiker ihr oder Fett das weg, ne? Journalisten so. Manchmal ist ja auch zum Beispiel nichts los in Neustadt und dann ist Carla, schreibt sich dann auch so ein bisschen was zusammen.
und sind die Züchtungen des Bienenzüchterverbandes auch in diesem Jahr wieder hochinteressant. Haben Sie es doch geschafft, Bienen zu züchten, die den Honig nicht nur erzeugen, sondern ihn auch noch auf einer Scheibe Vollkornbrot verstreichen. Aha, aha, so ein blöder Bericht. Typisch ich. Oh, nein! Ach, Bibi, doch nicht immer auf meinem Schreibtisch. Jetzt sind alle meine süßen kleinen Notizzettelchen durcheinander. Was, wie geil ist denn? Was für ein blöder Bericht. Typisch ich. Süß. Ach Mensch, Carla. Oh Mann, ich will mit Carla Kolumna abhängen. Oh, ja, ich auch. Es ist doch einfach nur... Aber ich glaube, danach würde es dir auch dann reichen. Du kämst nicht zu Wort. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich habe da kein Problem mit. Ich kann auch sehr gut zuhören. Das ist auf jeden Fall eine Lästerschwester. Das ist eine Lästerschwester. Das stimmt. Mit der kannst du gut irgendwie über Leute reden. Ja. Wir haben hier auch noch einen Ausschnitt von Ulrike Stürzbecher, nämlich aus dem sprechenden Papagei, glaube ich. Das ist die Folge 130. Lass uns da mal einfach mal anhören. Wer da in den Zoo gedüst kommt, ist niemand anderes als... Carla Kolumna. Hallöchen! Ah, hallo, Frau Kolumna. Sagt mir, dass ihr eins habt. Wenigstens ein klitzewinzig kleines, ja? Was denn? Ein Sensationchen. In Neustadt herrscht total tote Hose. Ja, ja, das macht sie auch schön, ne? Ja, also. Also ich meine, das ist ja auch klar. Das ist einfach, sie versucht natürlich wie irgendwie ihre Variante von Carla, die trotzdem da angelehnt ist oder die dem nachempfunden ja, ist. Ja, na klar, machen, die muss ja genau den SP reinbringen irgendwie. Und das ja. ist ja einfach ein schwieriger Job sozusagen. Total. Aber macht gut. Finde ich auch, macht sie gut. Stimmt. Und ich hätte sie auch gar nicht so krass erkannt, muss ich zugeben. Weil ich habe sie doch ziemlich im Ohr, als so Jennifer Aniston ist sie eigentlich für mich. Ah, okay. Ja. Und ich glaube auch Kate Winslet. Und das nimmt man gar nicht so krass wahr, finde ich. Nee, also, weil diese Art Wiese, das macht jetzt... Ja, ich meine, es ist natürlich einfach, also ich möchte nicht mit ihr tauschen in dem Sinne, dass es einfach schwierig ist, so eine prägnante Art dann irgendwie nicht zu parodieren, gleichzeitig dem Respekt zu zollen und trotzdem irgendwie was Eigenes draus zu machen und sich nicht die ganze Zeit dabei irgendwie und es, doof und es der einen gefahrenen Hörgemeinde natürlich auch recht zu machen damit. Voll, das ist bestimmt auch nicht leicht immer. Aber ja, da gibt es ja so viele, hast du auch, haben wir auch einen Ausschnitt von das gestohlene Hexenkraut? Das fand ich auch so lustig, wenn die da das R nicht so sprechen ja, kann. Ja, das haben wir. Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Lass uns mal ganz kurz reinhören bei Folge 70. Ich glaube, jetzt ist der zweite Löffel Medizin fällig. Selbstmurmelnd. Hier, einer für Sie und einer für mich. Ja, jetzt scheint das Zeug zu wirken. Mir wird überall warm. Im Kopf, in der Nase, im Hals. Ist ja prima. Meine Erkältung will Bessel. Bei mir tut sich auch was, Bürgermeisterchen. Sensationell, was diese Hexen alles können. Mir wird's auch ganz warm im Hals. Keine Kopfschmelzen mehr. Die Heiselkeit ist verschwunden. Wie sprechen Sie denn plötzlich, Frau Kolumna? Ich? Sie sprechen komisch. Ich dachte voll lautel Fleude übel die gute Medizin, läden Sie plötzlich wie ein Baby. Unverschämtheit! Wollen Sie mich auf den Alm nehmen? Können Sie kein Elmehl sprechen wie ein normaler Mensch? Hell Bügelmeistel, von Ihnen lasse ich Mehl nicht vollschleiben, wie ich zu sprechen habe. Sie sind es, Dell, kein L sprechen will. Nein, Sie! Pappelapapp, Sie! 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 Nein, Sie! Pichlel! Bürgermeisterchef? Wie spreche ich, Pichlel? Wie immer, laut und ein bisschen komisch, so mit Kindersprache. Pichilein, jetzt sage ich Ihnen mal was. Etwas mit ganz vielen Els. Bügelmeistel. Ein Wort mit ganz vielen Els ist aber Ballaballa oder Wolllappen, Frau Kolumna. Pichlel, geben Sie mir das Diktilgerät. Das Diktiergerät, sehr wohl, Bürgermeisterchef. Einschalten? Natürlich. Also, Pichlel, schreiben Sie folgenden Brief an den hellen Ballon von Zwiebelschleck. Ich auch bitte. Hier spricht Carla Kolumna, die lasende Lepoltelin auf ihrem Motorlollel. Das ist doch echt ganz
groß. Die können das dann kein Ärmel sprechen. Ich liebe diese Geschichte. Ja, das geht die ganze Zeit so. Das finde ich so schön. Man merkt ja auch richtig doll, wie schwer denen das fällt. Ja. Ne? Als gute SprecherInnen da so richtig, wie langsam sie das lesen müssen, um das irgendwie durchzuhalten. Ach, ist ja lustig. Und auch die beiden. Wie die beiden halt miteinander agieren. Ne? Ja. Man hört eigentlich, also dass es eben zusammen aufgenommen wurde, dass die zusammen so im Zimmer positioniert sind. Der Pichler kommt dann dazu. Das ist eben, hat halt unglaublichen Charme. Und man lässt dem Ganzen ja auch so Raum, sich zu entwickeln. Also es ist ja ein richtiger, lustiger Theaterdialog eigentlich. Ja, so, ich liebe sowieso, also, das ist ja eben, das ist so richtig so ein Klassiker. Sie und der Bürgermeister, die total. Beiden. Und dann halt auch gemeinsam in der gleichen Misere. Also Carla und Bürgermeisterchen, würde ich sagen, ist auch so eine Hassliebe. Wir müssen da, also wir haben auf jeden Fall noch zwei Einspieler von den beiden. Lass uns noch mal reinhören, weil es einfach, es ist Comedy. Hallöchen, wen sehe ich denn da? Nanu, die Stirne so kraus. Jetzt hätten Sie wohl gerne einen kleinen Motorroller, was? Antworten Sie ihr nicht, Pichler. Oh, jetzt hat's Ihnen wohl die Sprache verschlagen, Bürgermeisterchen. Sie kommen nicht zu Ihrem Grundstein, was? Wie schrecklich. Sparen Sie sich Ihre Scherze, Frau Kolumna. Was ist los? Warum stecke ich im Stau? Weil alle Ampeln rot sind, mein Guter. Aber als ich die neue Schaltung eingeweiht habe, ging doch alles. Wie kann so etwas passieren? Eine peinliche Panne. Oder Hexerei? Natürlich! Das ist es! Bürgermeisterchen, Sie sind ja ein richtiger Schnellmerker. Pichler, ich gehe zu Fuß. Wo halten sich aufmüpfige Junghexen um diese Zeit auf? Im Unterricht. Na, der werde ich meine Meinung sagen. Die fliegt von der Schule. Na, nehmen Sie sich nicht zu viel vor, mein Guter. Kommen Sie, ich nehme Sie ausnahmsweise mit auf meiner Knatterbüchse. Ich denke, in der Schule werden Sie schon sehnsüchtig erwartet. Die hupen im Hintergrund. Ja, das ist immer so geil, wie die Stau darstellen. Immer so. Im Stau wird nur gehupt. Und sie nimmt jetzt den Bürgermeister hinten drauf auf ihrem Motorroller, der ja eigentlich auch nicht durchfahren darf. Ne? Das ist ja auch das Geile. Sie drängelt sich jetzt wahrscheinlich mit dem Bürgermeister da so schön durch. Und er immer so widerwillig. Eigentlich will er ja gar nicht sich helfen lassen von ihr. Dann muss er. Ja, der also eigentlich mögen schon. Die sich nicht und trotzdem müssen die sich auch gegenseitig dann immer helfen. Das ist immer so lustig. Ich würde sagen, Lars, bevor wir mit der Folge aufhören, hören wir uns noch ein Highlight von Carla und dem Bürgermeisterchen an. Ja, sehr gerne. Weil es einfach bitte, so schön bitte. Ist. Bitte, ja, Bürgermeister und Carla. Ach, kommen Sie doch mal her. Oder können Sie das nicht, weil Lügen kurze Beine haben? Carla und der Bürgermeister sind einfach der Kracher. Nein, habe ich vergessen. Bürgermeisterchen, Sie sind eine Flasche, aber ohne Geist. Na, ich muss doch bitten, muss ich. Das ist auch gut, der ist auch gut. Ja, sie sind eine Flasche, aber ohne Geist. Ja, das ist doch einfach nur ein Traum. Ja, und die, also ich muss sagen, natürlich diese Hexenkraut, das war natürlich ein ganz großes Highlight. Deine Lieblingsfolge, eine Total. Deiner Lieblingsfolgen. Na klar, weil ich mag das, wenn dann sowas Verrücktes passiert, wie dass sie dann keinen R sprechen können und dann machen die immer so. Ja, ist halt auch irgendwie so eine lustige, fixe Idee, die man aber auch als Darsteller oder Darstellerin halt eben auch erstmal umsetzen muss. Total. Also ich bin einfach Riesenfan von Carla. Wir haben, Und weil die halt auch in dieser Folge dann halt total mit dem Bürgermeister die ganze Zeit immer zu hören sich ist. Die Bälle zu spielen. Das mag ich. Schön. Das mag ich auch bei der Wünschelrute. Da gibt es nämlich auch nochmal so einen anderen Dialog, wo sie dann aufzählt, also wo sie ihn so richtig angeht, weil, aber da fallen einem ja auch viele, viele Sachen jetzt ein. Also wenn man das eine hört, dann fallen einem gleich die anderen Sachen ein und so. Also ich glaube, wir müssen Fall öfter mal so einen Carla-Special machen. Eine nicht versiegende Quelle. Ja. Ein sensationelles Spezial. Sagt uns auch nochmal Ulrike Stürzbecher. Ein sensationelles Spezial. Hat sie schön gesagt. Ich hätte jetzt nicht erkannt, dass sie das ist. Ich hätte es erkannt, dass es nicht... Ich dachte, das wäre Carla Kolumna. Es ist doch Carla Kolumna. Weiß ich doch. Ja, Mensch. Ich verstehe. Nee, aber die macht das ja wirklich sehr gut, wollte ich damit sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, es war mir ein Fest, mit dir durch dieses Carla-Spezial zu springen und fliegen. Toll. Und, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, schickt uns gerne mehr Wünsche für Spezialfolgen oder lasst uns wissen, welche Ausschnitte wir uns noch anhören sollen beim nächsten Mal. Ja, und danke, dass ihr da so schön reagiert habt drauf. Das ist natürlich immer schön, Reaktionen zu bekommen. Und na klar. Wenn wir merken, dass ihr dann halt auch reagiert auf das, was wir sagen, dann merken wir, dass wir auch nicht nur alleine sind hier. Das stimmt. Ne? Sondern andere hören ja auch noch mit. Ja, man denkt manchmal, wir sitzen hier nur so zu zweit im Kämmerlein, aber das ist ja das Schöne bei Podcasts, dass man sozusagen mit den Leuten am Tischchen sitzen kann und das Gefühl hat, man unterhält sich, zwei Freunde unterhalten sich und man möchte am liebsten direkt mitplaudern. Und dann hört noch ein Dritter zu, so vielleicht. Weißt du, so ein Dritter sitzt noch mit hier, das sei
Wie war das? Das sind dann die ganzen Hörer. Der Bürger Lars Dietrich und der andere, genau. Maxi Hecke. Maxi Hecke, Bürger Lars Dietrich und der andere. Ja, das sind wir, die drei. Die zwei lustigen drei. Zwei lustigen drei Fragezeichen. Ja, ach, schön. Das war schön. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ja, es wird wieder eine nächste geben. Das ist das Tolle daran. Ich freue mich drauf. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch. Bis dann. Viel Spaß euch allen. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.